Hallo Leute und alle YouTube. So, ich komme zurück zu Rom 2. Nachdem den ersten Part ja das Mikro dachte, das müsste gute Nacht sagen, wollte nicht. Gibt es jetzt eine kurze Nachfassung. Wir spielen mit Pontos. Ja, wir spielen mit Pontos, ganz was Neues. Also mein Plan wäre für die angelegten Reihe Rom Total War 2 ein bisschen so kurz geht alle Völker durchzugehen. Wir fangen mit Pontos an. Sparta hatten wir schon mal. Ja, und somit haben wir gedacht, fangen wir mit Pontos an, ist ein viel lustiger. Ägypten haben wir auch schon gehabt, sorry, Ägypten haben wir auch noch gehabt, habe ich ganz vergessen. Ägypten haben wir noch gehabt, aber werden wir nochmal spielen in Ägypten. Und ich würde es gerne mit Pontos probieren. Ihr habt es im ersten Part sicher gesehen, wie, wo, was, wo. Mein kleines Scharmützel versucht, einen Ankyrer einzunehmen. Also kriege ich dann gescheitert an denen, dass wir einfach zu wenig Truppen hatten. Und gerade den habe ich den Krieg erklärt. Ich muss noch eine Runde warten, dann könnte ich angreifen. Das ist der Plan. Die ziehen wir wieder zurück. Und die haben noch immer keinen Ton drauf. Alter, also, da habe ich echt Tonprobleme für mal langsam nochmal. Echt Tonprobleme heute nur. Also, das ist der Wahnsinn, was ich an Tonproblemen habe. Hör nichts, seh nichts, weiß nichts. Ja, wir werden das einfach jetzt mal so weiterspielen. Müssen wir in der Aufnahme dann anhören, wie es ist, und dann schauen wir das genau an. Wendet man die Runde. Roman zu Karthago an. Zu Karthago werden wir auch spielen. Das wäre die andere Option gewesen, sonst habe ich überlegt, weil ich Karthago jetzt schon spiele. Also wird dann lassen. Galatien. Ah, ich höre einen. Ein bisschen Ton habe ich drauf, gut. Ein Schutzbündnis von Athen. Mal die 100 zeige ich gern. Also 100 können wir gern sein, dass wir mit Athen ein Schutzbündnis haben. Die griechischen Stadtstaaten sollten zusammenhalten, da in dem Zwiebelfeld da irgendwie. Aber ich hätte jetzt dann wirklich gern Ankyria angegriffen und genommen. Weil ich ein bisschen expandieren möchte, zu Beginn schon. Die bieten sich gerade so schön an da. Und ja, warum nicht 25 Runden warten und dann jetzt angreifen, bis der Gegner stark wird? So kann man seinen Gegner schon, wenn er bloß geschwächt ist, noch. Und Rom Total War besteht ja darin. Ein Kind ist gestorben. Das hat mich jetzt nicht mehr um deiner Mutter die Bevölkerung. Krieg erklärt. Bergamon sagt es. Armenien den Kolchis. Besuchen jetzt mal den Feind hier. Schauen, was funktioniert. Gut, dann können wir ein bisschen was anderes machen noch. Vielleicht zur Stadt ausbauen. Spricht jetzt eigentlich auch nichts dagegen. Davon möchte ich jetzt eigentlich gesagt nicht ausbauen. Das, auf was wir auch gleich achten, wenn wir schon dabei sind, ist eine Verstärkung der zweiten Einheit hier. Aber ich kann schon mehr ausbilden. Ach, die wollen wir nicht. Speerkämpfer. Hopliten? Ha. Das ist eine schwache Einheit drin. Keine schwache zweite Einheit, die einfach zum Schutze da ist. Gegen Sinope. Das ist die Verheizungsarmee dann. Aha. Geht nach Amasai. Die Taktik aufgeht. Weiß nicht. Amasai verteidigen oder
Amasai verlieren. Wieder angenommen. Problemlos. Diskussionslos. Bauwesen Mission erteilt. Besiegt von der Mini Gefecht. Speermänner von Galadien. Wo sind denn die daheim? Ja, das sind die, die wir uns da gerade Hallo sagen. Da kommt man nicht hin. Sollen wir mal in der Zwischenzeit greifen wir an. Wir machen hier einen. Ich frage jetzt mal die Belastung. Dass ich Verstellung zu nehmen, ist ja kein großes Gefecht gewesen jetzt. Niederreißen tun wir sicher nicht, plündern tun wir auch nicht. Wir besetzen. Und falls der glaubt, dass der da entkommen kann, nein, dann holen wir uns jetzt auch gleich. Und nachsetzen können wir nicht. Gut, dann werden wir unseren General mal befehlen. Kommandanten! So, jetzt können wir noch machen. Kurzen Blick noch kurz auf die Stadt. Reparatur und Co. ist nicht möglich. Derzeit. Kapitonia. Kommt er hin. Schauen wir uns, sie machen die feindlichen Truppen aus Galadien. Sehr gespannt, was das jetzt wird. Erwartet natürlich einen Gegenangriff natürlich in Ankyra. Ah ja, der kommt jetzt schon auf Sinopikit, ja. Hat ja auch nicht wirklich was anderes erwartet, außer dass sie jetzt auf Sinopikit gehen wieder. Sollen sie ruhig. Ich kann das Spiel gerne da hinten jetzt spielen, hin und her schieben. Was will denn Pythien von mir? Militärisches Bündnis. Und sie wollen bitte, bitte, wo wollen wir alle Geld von mir? So ein bisschen Geld kann ich immer abgeben. Tut nicht weh, die 100. Trotzdem ist es nervend, wenn sie immer wieder um Geld kommen, alle. Ja, dann schlagen wir die erste richtige Schlacht, hoffentlich bald. Bedürfnis nach Kavallerie. Ich habe gerade Bedürfnis nach Kavallerie. Okay. Wir zerschlagen den Feind. Feindliche Truppen einfach weg eliminieren mal hier. Ich glaube, die können machen mit uns, was sie wollen. So. Bleibt natürlich in der Stadt. Ihr geht wieder hier zurück. Ich bin das einfach hin und her Schiebespiel. Sagen danke und beenden noch nicht die Runde. Ich wollte hier zuerst noch was schauen. Jawohl. Kann ich nachher noch machen. Ja, also sind jetzt eher so diese Klickrunden, die ersten paar. Und das Ganze ruhig ein bisschen zurückziehen kann. Das einfach geschehen lassen, so wie es ist einfach. Was wollen jetzt die Galadien? Das Friedensangebot nehme ich an. Ist mir auch recht. Keine unnötigen Kriegshandlungen gegen Galadien mehr. Es war einfach nur ein Hallo, wir sind da. Und sonst wird er einfach die Stadt nur haben. Mehr nicht. Ja, das war nicht der Plan. Und ihr seht, ja, da ist der Plan hier aufgegangen. Die Stadt haben wir eingenommen.
Verluste waren ein bisschen gering. Eigentlich dachte ich, dass es eine Belagerungsschlacht wird, eine schöne, dass man mal zeigen kann, mit eins richtig schön rein. Und naja, gut. Ein Kind wurde geboren. Wir haben eine Fraktion angesiedelt von die Seleukiden. Frieden verhandelt mit Galatien. A rich man's world. So. Diese Armee werden wir jetzt mal auf keine Stellen geben. Die sind wir nach Sinope rein. Die Söhne der Rea. Die sind noch dabei, sich zu rehabilitieren. Gut. Wir haben noch 2000, das heißt, wir können diesen Fall können wir gar nichts ausbauen. Jetzt müssen wir vielleicht schauen, könnten wir Diplomatie. Das hat den Galadien dazu anbieten. Handelsabkommen mit Galadien. Schaut's mit den Seleukiden aus. Seleukiden verhandeln, dann haben wir jetzt die Piraten gleich dahinter. Da sind die Zypern, die falschen in der Hand gehabt, sorry. Jetzt noch eine Zahlung. 1000 von mir aus. Okay, Zypern. Will nicht so wirklich, wie wir wollen. Gut, Rhodos ist auch ein bisschen spontan nicht da. Sardres. Sparta. Ein Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Ich bin voller Erwartung. Mann. Was haben wir noch? Byzantien. Mein Freund. Ja, mein Freund. Als bescheidener Diener. Mann. Auch nicht wirklich. So Dinge, die man eh eigentlich wirklich schön verhandeln. Die Armenien vielleicht noch. Gott, das ist ein bisschen komplizierter. Ah, die wollen auch nicht. Gut. Beiden mal die Runde. Wir haben es versucht, ein bisschen in der Diplomatie ein bisschen reinzubringen. Wenn man sieht. Alles funktioniert auch nicht immer so, wie man will. Was meinten jetzt wieder die Seleukiden? Seht ihr? Genau das meinen. Jetzt meinst du nicht angreifbar. Ich wollte irgendwas anderes zuerst, aber egal. Typisch Seleukiden. Galadien. Zieh da schön brav zurück aus meiner Provinz. Wiedersehen. Ah ja. Unser Fühler steigt mir nach Nikomedia aus. Und den Feind attackieren dort, wo er am schwächsten ist. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Bin da richtig schön auf eine Schlacht aus. Das Agentur entdeckt. Fraktion vernichtet. Okay. Ah, das Mittelgrad bei den Pontos. Okay, okay. So, du hier, du kleiner Wicht hier. Gehst mal. Und dann geht's hier weiter. Es ist noch Trapezos dabei. Ah, das ist halt nicht so das Schlimmste. Es ist halt nicht so schwer, einen Trapezos einzunehmen. 5 Runden braucht das Ganze. Holy Wolfe. Mit der Nahrung jetzt. Egal, wir eine Runde überleben ohne Nahrung.
wirklich als Wurmbach rechnet, wirklich jetzt. Und das ist eigentlich auch Blödsinn. Zur öffentlichen Verhinderung, Rekrutierung, es kann unter Rekrutierung möglich, Rekrutierung. Balliste. Das Wort Balliste lese ich gerne. Runde beenden. Gott, immer eine Balliste. Ein Kühe. Sparta, was will denn Sparta? Ah, Schatzbund, das können wir annehmen. Ich halte mit Sparta gerne. Gerne verliere ich mir mehr, dass das auch gut ist, immer nur durch solche Schutzbündnisse und sowas. Egal. Kolchis. Phasis. Ruhig ist geworden. Keiner mehr wechselt. Kein Persien sieht man auch, kein Vulkara. Also das alles wird noch ruhig behandelt hier. Klopf, klopf, am Bock. Das war von Delphi. Außer der Welt hat sich Baubericht. Dankeschön. Na, da will ich nicht das bauen. Dafür haben wir jetzt zu wenig Geld. So, wir können wieder forschen. Wohlstand, mein Handel, nein. Nein. Forschen wir mal in die Richtung. Zum Beispiel auf minus 4. Puh. Gehen wir Nahrungsprobleme langsam wirklich wahr. Politiker vielleicht anhören. Warum nicht? Kann man immer brauchen. Sonst schon mal hin, gut das. Das mit der Nahrung gefällt mir gerade nicht. Das ist eher so. Nicht. Wir bauen um. Sicher zwar. Schauen wir uns das mal kurz nochmal an. Seloketen. Ja, von Segen. Ja, das mit der Nahrung, das wird lustig. Das sage ich jetzt schon. Zypern mit dem Handelsabkommen. Nehmen wir an. Unser Spion werden wir nachher überschicken nach Pulpudeva. Die Comedia. Ja, wir verlieren jetzt einiges an Drahtpuppen. Was ist jetzt in Pontos los? Politik. Beseitigen. Beseitigen sie. Wir sind da eher etwas
Probieren wir es mal so. Bisschen abwegig von dem, was ich sonst mache bei solchen Dingen. Warum nicht? So. Für dich habe ich auch eine tolle Aufgabe, du gehst mir nach. Okay, so gut auch. It was a long way for you. Not for me. So, da hat sich das Ganze mal ein bisschen gefangen. Ich kann mich erinnern, dass ich umgebaut habe, aber bitte, egal. Nach da unten, bis man da kriegen, was ich will und brauche. Jetzt muss man überlegen, eher welche Richtung wir uns jetzt ausbreiten nochmal. Das war natürlich die Option. Die führen sowieso Krieg woanders. Pfeift doch drauf, die führen ja ganz woanders Krieg. Die ganze Söldnertruppe da drin. Komm. Das. Wir werden uns die nächste Runde live geben. Zur einer Runde warten wir noch ab. Ich greife mir jetzt PC News an. Und da werfen wir jetzt da Galadien. Das ist, geht's nicht weiter. Irgendwo müssen wir es nachhaken mal. Ich glaube, Galadien unterwerfen ist eine beste Möglichkeit, das Ganze hier ein bisschen zu umgehen. Kleine Sohn verliert immer mehr unzufriedene Bevölkerung. Eins mit der Ruhe uns. Ich glaube, da bei uns hier. Wir erklären mal den Krieg. Schon wieder erklären wir den Krieg. Wow. Gut, unsere Truppen sind komplett dezimiert. Nicht gut.